Diverse Rohstoffe stehen vor einer neuerlichen Kursrallye. Das zumindest sagt der Rohstoffexperte Carsten Storck und führt gleich mehrere Gründe auch dafür auf. Hören wir uns das mal an. Heute werfen wir schon mal einen Blick auf interessante Assetklassen für den Rest des Jahres und vielleicht auch darüber hinaus für das neue Jahr. Meine Kollegen Hechler und Storck haben da einen eigenen Report drüber geschrieben, wo sie sich besonders bullisch äußern für ausgewählte Rohstoffe. Der Report ist auch kostenlos runterzuladen auf deren Seite hechler-storck.de/reports. Ich habe den Carsten mal eingeladen, dass er mir schon mal so einen Einblick da rein gibt, wie es denn kommt, dass dieser bullische Ausblick für Rohstoffe besteht. Hallo Carsten. Hallo Dennis, besten Dank für die Einladung. Also wenn man sich den Aktienmarkt oder auch allgemein die Finanzmärkte aktuell anguckt, dann ist das ja eine einzige Tristesse. Also Aktien fallen, Anleihen fallen, Rohstoffe fallen. Am Anfang ja vom Jahr eigentlich schon ganz noch im Aufwärtstrend gewesen, als eine der letzten. Aber jetzt mittlerweile zeigt der Pfeil auch nach unten, Kryptowährungen fallen. Eigentlich fällt alles. Woher soll denn jetzt der Optimismus kommen, dass wir den Boden, zumindest bei Rohstoffen, jetzt bald gesehen haben? Ja, wie du es schon erwähnt hast, wir haben ja momentan das Risk-Off-Sentiment in allen Asset-Klassen, besonders stark seit dem Ende des Sommers, wo wir die kurze Erholungsrallye in den Aktienmärkten gesehen haben, von denen wir nach wie vor glauben, dass es sich um eine Bärenmarkt-Rallye handelt oder gehandelt hat. Und wir haben jetzt in weiterer Folge in den letzten Wochen einige Beobachtungen in den Rohstoffmärkten gemacht, die uns zu dem Schluss kommen lassen, dass wir davon ausgehen können, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten eine verstärkte Nachfrage nach Rohstoffen, nach ausgewählten Rohstoffen sehen werden. Wir haben insgesamt 7 Gründe identifiziert und wir denken, wenn mehr als 2 bis 3 Gründe auf einmal eintreffen, dann wird es wie so ein Nadelöhr zu einer steigende Nachfrage oder eine hohe Nachfrage nach ausgewählten Rohstoffen wird wie ein Nadelöhr auf eine Verengungsstelle treffen, weil eben das Angebot nicht in der Form da sein wird. Und deswegen rechnen wir damit, dass in diesen Bereichen es zu massiven Preissteigerungen in den nächsten Wochen und Monaten kommen kann. Okay, aber wenn du jetzt sagst Nadelöhr, was sind denn die Indizien, die darauf schließen lassen sollen? Also ein Indiz sind die Veränderungen der Commitment of Traders Daten. Da können wir genau ablesen, wie die Profis, also die großen Marktteilnehmer, die Hedgefonds und Fondsgesellschaften im Markt positioniert sind. Und auf der anderen Seite auch die Produzenten und die Insider positioniert sind, die ja tendenziell eher in ihrem eigenen Markt immer short sind, weil sie die eigene Produktion auf Termin verkaufen. Das ist besonders stark, kommt dieses Phänomen vor in den Industriemetallen, in den Edelmetallen auch, aber in den Industriemetallen. Und hier haben wir festgestellt, bei den Industriemetallen, besonders beim Palladium, beim Kupfer und beim Platin in den letzten Wochen und Monaten, dass hier die Insider, die Produzenten long gegangen sind in ihren eigenen Markt. Und das ist ein starker Indikator, dass hier ein Boden gefunden sein könnte. Ich kann das auch mal, wenn du möchtest, ich hätte einen Chart mitgebracht, Beispiel Kupfer, wo wir uns die COT-Daten gerne mal gemeinsam anschauen können. Ja, klar, zeig es mal. Ich zeige das mal hier. Und zwar ist das eine Darstellung, das ist eine Wochendarstellung des Kupfer-Futures, zurückgehend bis zum Januar 2020, also kurz vor Ausbruch der Pandemie. Wir sehen hier in Gelb im oberen Fenster dargestellt der Verlauf des Kupfer-Futures in den USA. Wir sehen ungefähr hier im Mai auch den Ausbruch der Ukraine-Krise, im Februar, März den Ausbruch der Ukraine-Krise. Und dann sehen wir diesen Sell-off. Und jetzt sehen wir seit ungefähr Mitte Juni ein relativ konstantes Verhalten im Kupfer-Future. Anders als bei dem allgemeinen Risk-off-Sentiment, wenn der Markt verkauft wird, kommt es hier nicht zu so einem starken Sell-off wie zum Beispiel in den Aktienmärkten. Was wir hier unten sehen, ist die Positionierung der Produzenten in Grau dargestellt. Das sind die Insider. Und wir sehen, alles, was nördlich der Nulllinie ist, ist eine Long-Position. Alles, was südlich der Nulllinie ist, ist eine Short-Position. In Blau sehen wir, dass die großen Spekulanten, die großen Fondsgesellschaften short positioniert sind. Also das sieht gut aus. Das heißt, die Produzenten glauben, dass dieser Marktmove nach unten eine Kaufgelegenheit war. Das spricht für einen Boden. Und wenn wir in der Geschichte zurückgehen, hatten wir das letzte Mal auch im Januar 2020, wo es gedreht hat. Und dann haben wir gesehen, dass der Markt zwar nochmal nach unten gekommen ist, aber dann hat er wirklich eine fulminante Rallye hingelegt und hat ein neues All-Time-High dann im Frühjahr diesen Jahres gemacht. Also
Das ist ein guter Indikator, dass hier im Markt was am Köcheln ist, dass was passieren kann. Die Timingfrage wird entscheidend sein. Wann geht man in den Markt? Was uns hier noch fehlt, ist der finale Sell-off in den Aktienmärkten. Das Sentiment ist so negativ, dass der Markt momentan nicht wirklich nach unten geht. Wenn wir das gesehen haben, glauben wir, dass es Zeit ist, sich solche Konstellationen zunutze zu machen. Okay, das war jetzt auch schon mal die eine Frage, die ich stellen wollte, ob du jetzt sozusagen direkt einsteigen würdest oder noch warten würdest, bis es zu sowas wie einem Washout noch kommen wird. Und da wartet ihr also offenbar in der Tat drauf. Und also das in der Zweite, Tat was mich aber dann noch... Ja, aber genau, sag kurz was dazu. Vielleicht in der Tat ist es so, dass wir arbeiten bei unseren Positionen ganz gerne mit 50% und 100%. Im Kupfer ist es in der Tat so, dass wir mit 50%, also zur Hälfte des vollen Engagements bereits engagiert sind, damit uns nach oben momentan jetzt nichts davonlaufen kann. Wie gesagt, wir warten trotzdem noch auf den Rücksetzer, um dann eben auf 100% aufstocken zu können. Okay. Und jetzt hast du ja noch das Beispiel angebracht, dass das letzte Mal der Fall gewesen ist im Frühjahr 2020. Da war es jetzt natürlich so, dass nach der Corona-Krise die Wirtschaft langsam wieder, zumindest dass man die Aussicht hatte, dass die Wirtschaft wieder hochfährt. Jetzt sind wir ja gerade eigentlich auf dem Weg in die Rezession hinein, was sich ja auch auswirken sollte im Sinne von niedrigerer Nachfrage nach diversen Rohstoffen. Wie siehst du das? Ja, hier ist es insofern interessant, weil wir glauben, dass besonders bei den Industriemetallen die Nachfrage eine weltweite Nachfrage ist. Und hier ist natürlich einer der entscheidenden Faktoren die Volksrepublik China. Wir wissen, dass China momentan lahm liegt wirtschaftlich aufgrund der strengen Covid-19-Maßnahmen. Die größeren Städte gehen ja sofort in einen Lockdown, wenn da ein paar Infektionszahlen da sind. Wir rechnen aber damit, dass auch China als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft auch aus dieser Corona-Krise rauskommen wird und dass die Maßnahmen gelockert werden. Wenn das der Fall ist, dann werden wir von einem erwarteten Wirtschaftswachstum in China dieses Jahr von 2% wieder in die alten Regionen von 6-8% gehen, wo wir vor der Corona-Krise waren. Sollte das der Fall sein, wird das geschehen und wir rechnen damit, dass ein mögliches Key-Datum der KP-Parteitag im November ist, dass es danach möglicherweise zu Lockerungen kommt, dann wird eine enorme Nachfrage allein aus China kommen nach dem Rohstoff Kupfer. Und die Produktionen weltweit, die werden wahrscheinlich so zurückgefahren sein, das sieht man anhand der Entwicklung der COT-Daten, dass es hier zu einem sogenannten Nadelöhr kommen kann. On top kommt natürlich, sollte die Energiekrise in absehbarer Zeit auch in Europa bewältigt werden, dann werden wir wieder in das normale Fahrwasser zurückgehen. Das heißt, der Ausbau alternativer Energien ist weiterhin ein Thema und auch hier wird Kupfer massiv benötigt. Okay, ich nehme hier für mich mal mit, bullische Insider, China mit möglichem Comeback, nachdem die Lockdowns beendet sind, vielleicht Ende November, womit man auch sozusagen schon ein Timing hätte, wo vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt wäre. Und vielleicht als letzte Frage, für welche Rohstoffe bist du denn besonders bullisch? Also wir sind aktuell in der momentanen Situation, Stand jetzt, sehr positiv für die Industriemetalle. Platin, Palladium, Kupfer, Silber fällt da auch hinein, wobei Silber ja ein Hybrid ist zwischen Edelmetall und Industriemetall. Und der zweite Bereich, wo wir sehr positiv sind, ist in den Agrarrohstoffen. In den Agrarrohstoffen, da haben wir auch eine Sondersituation. Wir kommen aus einem Sommer der Dürreperioden, der Hitzewellen, egal ob man jetzt nach China schaut, nach Asien, egal ob man in Europa ist oder in den USA. Also auch hier ist das Angebot wahrscheinlich beschränkt. Und hinzu kommt noch die Ukraine-Krise als Kornkammer Europas. Hier hat man sich zwar vor wenigen Wochen auf Initiative der Türkei hin geeinigt, dass eben wieder Frachtschiffe den Hafen Odessa verlassen dürfen. Aber wir sehen ja, dass diese Situation in der Ukraine sich momentan nicht beruhigt, eher wieder eskaliert. Also auch hier stehen so politische Deals zwischen zwei Kriegsparteien auf tönernen Füßen. Sollte sich hier was ändern, wird es sehr wahrscheinlich mit einem Preisanstieg in den Agrarrohstoffen, wird das sehr wahrscheinlich die Folge sein. Okay, damit hast du jetzt mir schon mal ein paar Argumente entgegengeworfen. Das Ganze vertieft habt ihr noch in eurem Report, den man ja bei euch kostenlos runterladen kann auf der Seite hechler-stork.de/reports. Und wer mehr von dir gern hören möchte, du bist ja auch Host vom YouTube-Kanal Hechler und Stork, da also mehr. Also für Sie, daher würde ich sagen, vom Statement her, behalten Sie mal ein paar der genannten Rohstoffe auf der Watchlist. Vielleicht noch nicht direkt für heute, aber spätestens, wenn es hier zu einem Washout kommt oder zu dem möglichen Gamechanger, wenn denn Xi Jinping wiedergewählt wird auf dem Parteitag im November, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um in dieses angesprochene Nadelöhr hineinzukommen. Carsten, danke dir an der Stelle.
Und ich hoffe, es war für Sie auch interessant. Bis bald.